Ja, und herzlich willkommen zurück. Es hat lange gedauert, aber hier bin ich wieder. Ich hatte ein paar kleine Probleme mit meinem PC und deswegen konnte ich so lange nicht aufnehmen und das auch. Aber hier bin ich wieder. Sehr schön. Ich habe es auch vermisst, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich fühle mich extrem wohl, dass ich das jetzt wieder machen kann. Und jetzt wollen wir auch weiterschauen. Ich habe schon ein bisschen verkauft. Das habe ich schon mal eben getan. Und jetzt werden wir mit Jacobi erstmal über die reden hier, über die Bewaffnung. Können wir meinen Leuten mit besseren Waffen ausstatten? Ich helfe gern. Ich habe genug Material, um den Männern neue Waffen zu schmieden. Was habt ihr für Wünsche? Okay, ich möchte alle Graumäntel mit guten Waffen ausstatten. Genau wie ich. Für jede ordentliche Waffe brauchen wir jede Menge Erz und Zeit. 3000 Gold zahlen. Macht euch an die Arbeit. Sehr schön. Er kümmert sich jetzt um bessere Waffen. Kann ich Edario jetzt bemühen, bessere Rüstung zu machen? Können wir die Rüstung meiner Männer verbessern? Ich habe noch ein bisschen Material übrig. Ich möchte, dass alle eine anständige Rüstung bekommen. Das machen wir doch. So. Jetzt haben alle eine anständige Rüstung bekommen. So, jetzt gehen wir rein und raus und dann schauen wir doch mal, wie das aktuell um unsere. Oh! Warte bitte, Hauptmann, ich soll euch eine Einladung Luskans übermitteln. Wir haben dringende Geschäfte und dazu zählen keine Einladung aus Luskan. Naja, in Ordnung, ich werde einfach hier warten. Okay. Ja? Warum auch nicht? Ach, hier sind wir ja. Klar. Ich bedacht, wir. Ich müsste jetzt einfach nur Verbündete sammeln, aber Eldanon will ja noch. Oh, seid gegrüßt, seid gegrüßt. Ich muss schon sagen, in letzter Zeit habe ich viel Besuch. So, Damlock funktioniert ja hier nicht. Eldanon, ich hörte, dass ihr etwas gefunden habt. Ohne Zweifel etwas, das ich hören möchte. Zumal es ohne Zweifel mein Leben gefährdet. Nun ja, ich habe Neuigkeiten. Wisst ihr, ich habe Fortschritte bei meiner Suche nach einem Weg in das besetzte Land und das Tal von Madeleine gemacht. Eine von drei Herausforderungen ist gelöst. Okay, erzählt mir von dem Durchbruch. Und ihr werdet euch nicht in Zombies verwandeln, sobald ihr das Tal von Madeleine betretet. Ein gutes Omen, wie ich finde. Omen sind von Natur aus nicht gut, Alter. Ah, natürlich sind sie das, besonders mit ein wenig Milch- und Dämmerwaldmarmelade. Ja, okay. Aber der Lebensraumeffekt des Fürsten der Schatten ist nicht im Zentrum am stärksten, wie ich erwartet hatte, sondern an den Rändern seines Territoriums. Nachdem er also nicht zu Fuß hinkommt, müssten wir sozusagen über die Mauer springen. Das war die erste Herausforderung. Das Problem ist, überhaupt dorthin zu gelangen. Dafür müssten wir ein Portal erschaffen und ihm sagen, wohin es führen soll. Es kann nicht einfach irgendwo auftauchen, sondern muss sich im Tal öffnen. Und wie schaffen wir das? Okay, was braucht man dafür? Als Geras mich in die Feste eingeladen hat, entführt. Ja, als Geras mich einlud, ließ er mich ein faszinierendes Werk übersetzen, das Buch von Itkazar. Garius hat das Buch. Ja, er benutzte es, um Legionen von Klingen-Golems ins Tal von Madeleine und wieder hinaus zu befördern. Wir können das Buch benutzen, um dasselbe Portal zu öffnen und so nach Madeleine zu hüpfen. Okay, nur dass Garius oder einer der Schattenschnitte das Buch hat und es vermutlich verwendet, um die Golems zu kontrollieren. Ja, aber das ist nur ein kleines Ärgernis. Oh gut, wir gehen. Wir müssen also das Buch von. Ist hier noch was drin, ne? Oh, schön. Die Nessa-Rollen. Wir müssen also. War das jetzt hier? Y war das. Sehr schön. Wir müssen also jetzt das Buch finden und wir brauchen Verbündete. Da ist noch hier Torio. Hat die uns eigentlich was zu erzählen? Sie sind zurück. Ich bin es, Hauptmann. Ihr habt doch den Brief wegen des Fürsten der Schatten bekommen, ja? Bruder Maxel und ich hatten seitdem einige nette Abenteuer. Wir hatten gehofft, ihr hättet vielleicht noch eine Aufgabe für uns. Vergesst Huen und Kendrick. Gewiss, gewiss, die auch. Habt ihr also etwas für uns zu tun? Überlegt gut, was ihr sagt, Hauptmann. Diesen Haufen könnt ihr mit einem falschen Wort in die neuen Höllen schicken. Ja, okay, was haben wir dann?
Okay, damit würden wir sie umbringen. Ich werde ihn mal auf Urlaub schicken. Und auf ein neues. Ein magisches Reich, sagt ihr? Wunderbar, Männer. Lasst mich raten, wir brechen nach Tiefwasser auf, um 101 Nacht in einem Gasthaus zu verbringen. Ganz genau. Welche Abenteuer das gähnende Portal wohl für uns bereithält. Damit sind wir die erstmal los. Zumindest sind sie in Sicherheit. Ja, genau. Wir sind jetzt erstmal los. Ihr wollt gesagt, wieder auf. Welche herrliche Ironie. Ja, wir waren beide persönlich mal keinen Grund. Okay. Die beiden können sich nicht leiden. Auch bin ich lieber hier zu einer Zelle, es sei denn. Vielleicht einmal gesehen, was wir hier leisten. Aha. Kennt ihr vielleicht mögliche Rekruten? Namens Jolbuhren von zwei Klingen. Im Moment arbeitet er für Sydney Natale. Wenn er ihn überzeugt, seine Aufträge gewinnen zu lassen, könnte er ein wertvoller Verbündeter sein. Er war einmal ein Sergeant Luskins. Okay, ich habe noch andere Fragen. Wisst ihr jemanden, der den Turm und die Kirche nutzen könnte? Ja, und ich habe mit Meister wieder gesprungen. Scheint, es hätten zwei geeignete Gebäude, den Turm und die alte Kirche, die fast Flagge erwarten könnten. Wer könnte den Turm nutzen? Er könnte einen anständigen Wachturm abgeben oder Onkus könnte ihn verwenden. Man könnte ihn sogar zu einem Magierturm machen. Nö. Mit ihr möchte ich nicht mehr reden. Wo ist denn Kana? Ich möchte gerne... ja, ich bin geehrt. Erstmal ein Bericht über die Kreuzwegfeste. So, Moral ist niedrig, das finde ich nicht gut. Anständigkeit der Bauern ist Durchschnitt, damit kann man leben. Anständigkeit, Training ist Bestes, Stärke ist niedrig, Waffen sind gut, Rüstung sind anständig. Die werden wir auch noch auf mindestens gut hochpowern. Wir werden jetzt die Straßen und die Ländereien mal ein bisschen patrouillieren lassen. Weil die Sicherheit... Achso, welche Spezialeinsätze gibt es zu erledigen? Die Grottenschrate an unserer Ostgrenze. Kümmert euch darum. So, wir werden diese Sonderaufgabe machen. Katriona, danke, Unkus. Das ist der Händler. Wir gehen jetzt nochmal im Rein und Raus. Und wenn die Spezialauftrag eben einmal erledigt ist, und dann lassen wir die Straßen patrouillieren. Einfach um ein bisschen Sicherheit auf den Straßen reinzukriegen. Und so kann ich mich noch ein bisschen besser sortieren und ordnen, was ich überhaupt noch alles zu tun habe. Es ist ja nun mal seit August ein bisschen her, dass was passiert ist. So, die Hälfte der Steuer geht an Lord Nasher, die andere Hälfte an den örtlichen Lord oder Ritter. Hier ist eure Entscheidung, wie hoch die Steuer sein soll. Doch Lord Nasher erwartet einen gewissen Betrag. Wie hoch soll die Steuer sein? Die Steuer soll niedrig sein. Weiter. Ich möchte die Männer organisieren. Lasst mal die Straßen patrouillieren. So, wie laufen die Dinge? Wir sind recht gut. Okay, das finde ich schön. Ich würde gerne Gelder abheben. Wie viel wollt ihr abheben? Budget der Feste 3000. Ah, momentan erstmal nichts. Gut, da ist ein bisschen was drin, das ist gut. Wir lassen jetzt die Straßen patrouillieren. Ich will schauen, dass wir noch die Rüstung anheben können. Dass wir zumindest beides auf gut haben. Gute, dann halten die wenigstens ein bisschen was aus.
Meister Fidel, haben wir noch was? Ziemt sich nicht länger. Oh nein, irgendwas alles strahlen. So, was können wir denn jetzt bauen? Es gibt zwei große Gebäude, ein Wachturm, das andere eine Kirche. Das sind die wichtigsten Gebäude. So, wer könnte sich für die Kirche interessieren? Lustig, dass ihr fragt. Ich habe auch einige Anfragen bekommen. Ivan, dem Gesegneten, einem heiligen Priester Tiers, der eine Mission hier gründen will. Das ist der erste. Das zweite angestellt von Mönch Roland, der sagt, das ist der Meister der Sonnenseelen. Oh, ich möchte auf jeden Fall die Mönche haben, weil Mönche sind schon extrem starke Kämpfer. Baut das Kloster. Das finde ich gut. Ich hoffe, ich habe jetzt noch genug Geld für die Rüstung, weil wir geben ja jede Menge Geld aus. Oh, ist das Vater? Ich sehe, hat der Mond dir auf den Rücken geschienen. Du siehst gut aus. Ding, Mensch. Der Sumpf ist dunkel geworden. Viele Dörfer brauchten Hilfe, um ihn zu verlassen, bevor es zu spät war. Und ich verfolgte den Geruch im Wind, um vom dunklen Jäger zu erfahren, dem Fürst der Schatten. Im Sumpf ist noch mehr zu erfahren. Doch ich habe etwas entdeckt, wovon ich dir sofort berichten musste. Erstmal was zu trinken eingießen hier. Moment, Moment, Moment. So, wovon denn? Einer der Kundschafter fragte nach mir. Oh, seid gegrüßt. Ihr seid Dagon, nicht wahr? Euer Sohn hat... Ich bin Dagon, ja. Ihr seid Eleni, vom Zirkel des... Einst vom Zirkel, ja. Was wollt ihr? Okay. Ihr seid wegen ihr hier? Zügelt eure Verachtung. Ich habe sie fast ver... Es betrifft nicht sie, sondern euch beide. Als ich die Fährte des dunklen Jägers und seiner Handlanger verfolgte, fand ich etwas, das ich für verloren hielt. Unsere Druiden. Der Zirkel des Sumpfes. Er lebt noch. Das ist unmöglich. Ihr irrt euch. Wenn sie noch lebten, wüsste ich es. Ich kann immer nur für kurze Zeit den Sumpf betreten. Das Schilf und das Wasser verzehrt die Lebenden. Ich bin den Druiden gefolgt. Sie hatten ein Ritual, das sie am Leben zu halten scheint. Selbst im besetzten Land. Der Zirkel. Er muss einen Weg gefunden haben, einen Teil des Sumpfes vor dem Einfluss des Schattens zu... Wenn das stimmt, müssen wir sie finden. Sie können uns mehr über die Geschehnisse im Sumpf sagen als irgendwer sonst. Und wenn wir sie als Verbündete gewinnen, können wir den Fürst der Schatten vielleicht aufhalten. Ja, das können wir machen. Wie gesagt, wären sie nützliche Verbündete. Ihr nehmt mir die Worte aus dem Mund. Danke für euer... Wenn das dein Weg ist, dann musst du dich beeilen. Ja, danke für diese Information, Vater. Dank ist nicht nötig. Wir sind im Krieg, es muss getan werden. Ich markiere den Ort auf deiner Karte. Nun rufen mich andere Pflichten in der Verteidigung der Schwertküste und dieser Feste. Das war ja ein herzliches Wiedersehen. Euer Vater zeigt nicht gerne Gefühle, was? Ich kann mir kaum vorstellen, dass er euch aufgezogen hat und ihr ihm so gar nicht ähnlich seid. Ja. Ich bin mal nett zu ihm. Das stimmt. Ich bin jedenfalls mit dem Resultat zufrieden. Wie dem auch sei, wir müssen den Zirkel finden. Doch den Ort zu erreichen könnte schwierig werden. Ah, dachte ich mir's doch, dass da eine Frau in Not ist. Jemand muss ja Chandras Rolle übernehmen, was? Bishop, das geht euch nichts an, also spioniert uns nicht nach. Meine Liebe, mit euch in der Nähe sollte man immer wachsam sein. Ich halte die Augen offen, um sicherzugehen, dass ihr den Hauptmann nicht hintergeht. Und weil ihr eure Gewänder nicht immer so straff festzieht, wie ihr solltet. Manchmal erhasche ich einen Blick auf andere Geheimnisse. Ist das eine kleine Sau? Hier im Sumpf, in den nordwestlichen Gebieten, in der Nähe der Siedlungen, die vor vielen Jahren von den Orks auf ihrem Streifzug durch Niewinter angegriffen wurden. Ich hatte schon vermutet, dass das einer der Plätze sei, was die Streifzüge angeht. Es waren nicht nur Orks. In der Nähe ist ein Gebiet, das der Fürst der Schatten sicher noch nicht besetzt hat. Noch. Vielleicht ein guter Start für die Suche nach euren toten Druidenfreunden. Dagon sagt, sie leben noch. Wenn ihr euer Glück versuchen wollt, kann ich euch zu einem sicheren Hafen am Rande des Sumpfes führen. Also gut, das wäre mir willkommen. Ja, das ist okay. Aber habt ihr gerade Hilfe angeboten? Ihr solltet nicht mir gegenüber misstrauisch sein, doch das ist eure Sache.
Und es klingt, als hätten wir nicht viel Zeit. Ich habe das Gefühl, eure Freunde müssen ständig in Bewegung bleiben, um die Schatten zu meiden. Ja, Bishop hat vermutlich recht. Also gut, ich breche jetzt auf. Ich spähe den Pfad aus und stoße nur zu euch, wenn es nötig ist. Das spart uns viel Zeit. Verzeiht, Hauptmann, aber wenn ich kurz einen Moment eurer Zeit... Wenn ihr nicht einen Dolch zwischen den Rippen spüren wollt, bettelt anderswo um Almosen. Och, der arme Mann. So, ja, Eleni, dich leveln wir sofort auf. Wir werden das mal eben gleich als erstes, werde ich das dann nachgehen. Mit Degen habe ich keine Lust zu reden. Hier. Können wir die Rüstung verbessern? Mit guter Rüstung. Ja, wir haben noch genug Geld, um gute Rüstung herzustellen. Sehr schön. So, auf jeden Fall gehen wir mal eben schnell das mit den Druiden erledigen. Ach, ich hätte ja wieder einen von Wolf seinen Handlangern nehmen können. Aber so, das Eleni haben wir auf jeden Fall dabei. Oh, hier sind wieder Leute. Das ist doch schön. Ach, so gefällt mir das. Wen nehme ich denn noch mit? Nehme ich Bishop noch mit? Ja, doch, den nehme ich mal auch mal wieder mit. Und dann... Mal gucken. Und Bishop nehme ich mal mit. Und wen könnte ich noch mitnehmen? Ach komm, wir nehmen Grob noch mal mit. Den haben wir noch gar nicht so wirklich dabei gehabt. Zum Zirkel. Und dann mal gucken, was. So, jetzt wollen wir noch mal eben schnell die Level-Ups machen hier. So, du müsstest eigentlich schon eine ganze Menge kriegen hier, ne? Da du im Allgemeinen nicht... zum Ende zum Endkader gehören wirst, werde ich dich einfach nur so leveln. Ich habe da jetzt keine Lust, mich mit auseinanderzusetzen, weil Grobner wird nicht im Endkampf mit bei sein. Also die werde ich nicht wählen. So viel steht schon mal fest. Auch wenn Baden eine relativ gute Klasse ist, also gut, jede Klasse ist in ihrer Art gut. Aber ich weiß schon, wie ich den Endkampf gestalten will. Mann, den haben wir ja noch, den haben wir ja noch nie mitgehabt. Kein Wunder, dass der so viel aufsteigt. So, haben wir ja hier. Noch ein Waldläufer. Der wird auch nicht Teil des Endes sein. Also das gleiche Spiel. Das kann ich auf welcher Stufe sind wir denn jetzt eigentlich? Wo ist denn die Stufe? 15? Das haben wir 16. Ah, okay. Oh, du bist auf Stufe 7. Das wird ein bisschen dauern. Uiuiuiuiuiuiui. Ja, also, wir sehen ja, dass... Ach, guck mal, das sind ein paar schnelle Levelaufstiege. Hier gibt's was Neues. Da. Ach, hier gibt's auch nochmal was. Was? Pflanzengestalt hat sie? Ah ja. Okay. So, 13, 15. Und jetzt. So. Und der letzte. So.
Sehr schön. Das sieht doch schon mal gut aus. Das speichern wir mal eben ab. Und werden uns dann jetzt zum Zirkel begeben. Man kann die Schatten beinahe in der Luft spüren. Bleibt man zu lange stehen, ist es, als würden sie nach einem greifen, einen zu Boden ziehen. Ja, wir können nicht lange bleiben. Egal, was der Zirkel getan hat, er muss einen Weg gefunden haben, sich davor abzuschirmen. Wenn wir herausfinden, wie, können wir das Tal von Murder Lane erreichen. Das hoffe ich. Dieser Ort gefällt mir nicht und ich möchte nicht, dass er noch größer... Hier ist der Versammlungsort. Wartet, da geschieht etwas. Ich kann es gerade so erkennen. Na? Die Samen sind doch bestimmt nicht mehr ganz knusper. Ich fühle mich mit jedem Tag friedlicher. Ich weiß, dass ihr es auch spürt, Naven. Ist euer Schweigen eure einzige Antwort? Stille und Kontemplation ist mein einziger Friede an diesem Ort. Vergesst nicht, dass ich euer Gefangener bin, Veshni. Wir behalten euch hier, weil wir an den Zirkel glauben. Mit der Zeit werdet ihr erkennen, dass wir recht haben. Wenn der Schatten weg ist, fühlt ihr euch wieder im Einklang mit dem Land. Das ist nicht mehr der Sumpf. Ihr behandelt den Schatten wie vorbeistreifenden Nebel und erkennt nicht, wie er euch und diesen Ort befällt. Wir sind die Hüter dieses Landes und können es nicht verlassen. Wir sind die Hüter eines Friedhofs. Befreit mich aus diesem Gefängnis und lasst uns den Verfall aufhalten. Älteste, seid ihr das? Älteste, vergebt mir, dass ich nicht eher gekommen bin. Ich dachte, ihr wärt im besetzten Land gestorben. Wie... Wer sind jene, die euch folgen? Ich stelle mich einfach mal vor. Eleni, wer ist das? Sie sind meine Verbündeten, meine Freunde. Sie haben mir geholfen. An ihnen haftet der Geruch von Zivilisation und Krieg. Genau wie an euch. Unser Weg führte uns nach Niewinter und durch viele Kämpfe. Aber das ist der Abenteurer aus Westhafen, Älteste, den ich beobachtet habe. Der Splitterträger? Ihr habt den Splitterträger hierher geführt? Sie kann ihre Augen nicht von ihm abwenden. Das war wohl schon vorher das Problem. Ja, wir sind hier, um Hilfe zu bitten, nicht, ne? Euch helfen? Wir sind gerade wieder erstarkt. Und jetzt kommt unser Zerstörer, um uns erneut zu brechen? Ein Zirkel ist nicht vollständig, wenn einer von uns fehlt. Oder abgelenkt wird von den Verlockungen der Zivilisation. Älteste, bitte. Ich will nicht... Und selbst jetzt verteidigt ihr euch, anstatt eure Nachlässigkeit zuzugeben. Sie hätte genauso gut zu den Hafenleuten gehören und ihr Schicksal teilen können. Eure Bewunderung für den Splitterträger bewirkte, dass wir die Veränderungen, die über dieses Land kamen, erst bemerkten, als sie da waren. Dieses Mal haben wir Glück, dass das Land sich uns offenbart. Die haben schon ordentlich einen an der Macke. Spürt ihr es nicht in der Luft? Es zieht ein großer Sturm auf. Er wird über diesem Land wüten und die Verderbnis Niewinters, Laskens und jeglicher Zivilisation beseitigen. Der Fürst der Schatten. Also kennt ihr die Bedrohung? Ihr denkt, man kann einer solchen Macht einen Namen geben? Als würde die Winde das interessieren. Ja, Und seit wann sind die natürlich? Schatten sind Teil des Kreislaufs von Leben und Tod. So wie wir alle. Wir haben keine so enge Sicht der Natur. Ja, und ihr spricht von einem gemeinsamen Feind? Ich bitte um Hilfe. Wer seid ihr, uns zu bitten? Ihr tragt das Symbol in euch, das für die Zerstörungskraft eurer Zivilisation steht. Älteste, dieser Fürst der Schatten... Er bedroht uns alle, nicht nur die Städte und Dörfer. Habt ihr diesen Fürst der Schatten je gesehen? Nein. Habt ihr mit ihm gesprochen? Nein. Was ist dieser Fürst dann anderes als eine Geschichte, um größere Mächte als uns zu erklären? Ja, die sind wahrlich blind. Ihr seid doch nicht alle dieser Ansicht.
Ich stehe Madeleine doch nicht so fern, dass ich seinen Schmerz nicht spüren würde. Nein, Kind, ihr seid nicht allein. Ältester Naven. Eleni, dieser Schatten ist nicht natürlich. Ich weiß nicht, ob der Sumpf, ob Madeleine gerettet werden kann, aber ich weiß, dass wir etwas tun müssen. Vielleicht habe ich euren Wert falsch eingeschätzt, Naven. Er ist in Sicherheit. Für einen Druiden mit seiner Macht ist es leicht, in den Falten eines Baums zu leben. Wenn sich das Land ändert, müssen wir es auch tun, Eleni. Klammert euch nicht an die Vergangenheit, sondern akzeptiert die Gegenwart. Eure Freunde werden nie sehen, was wir sehen. Doch für euch ist es nicht zu spät. Kommt zurück zu uns und helft uns, diesem Sturm zu trotzen. Denkt ihr wirklich, es käme etwas Gutes auf uns zu? Die haben doch einen Schatten. Hört mich an. Wischti hat mit einer Sache recht. Die Zeit des Sumpfes ist vorüber. Eleni, wir müssen den Zirkel aufhalten. Steht ihr bei mir? Ja. Ich kann nicht gegen die Ältesten. Nach all den Jahren der Beobachtung. Entschuldigung. Seht sie, was wichtig ist. Schade. Ist dieser Splitterträger nicht wie der Schatten, gegen den ihr kämpft? Vielleicht habt ihr nach all den Jahren ein Bild des Splitterträgers vor Augen, aber nicht die Wahrheit. Vielleicht ist dieser Fürst der Schatten ja gar nicht die Bedrohung, für die ihr ihn haltet. Okay. Ich hoffe, dass ich sie jetzt nicht verliere. Gut. Ich kann mich nicht gegen den Zirkel stellen, aber nach all dem werde ich nicht länger bei euch bleiben. Beenden wir es. Dann seid ihr für immer für uns verloren. Es tut mir leid. Aber wir haben keine andere Wahl. Und ihr Splitterträger, euch wurde viel zu lange gestattet, euren Einfluss zu vergrößern. Ja, ich bedauere das wirklich. So. Erstmal pausieren. Eleni will sich nicht gegen den Zirkel stellen, kämpft aber jetzt mit uns mit. Das finde ich gut. Mach das mal. Bishop. Oh, Bishop, geh mal auf den hier. Glaubner. Ich habe keine Ahnung, was du kannst. Das ist eine sehr gute Voraussetzung. Was hast du denn da? Geist benebeln, Zufluchtlied, faszinieren, Bannlied. Ich habe keine Ahnung, was das bringt. Feinde, die nie angegriffen werden, haben keinen Einfluss auf den Effekt. Klar. Faszinieren, okay. Das ist faszinierend. Jedenfalls muss ein Willen zu. Es ist benommen, solange das Lied andauert. Ja, komm. Mach das einfach. So, sing das Lied. Und du greifst den Sumpfdruiden an. Ich hoffe, das funktioniert. So wie ich mir das denke. Ansonsten ist das hier gerade ziemlich für den Arsch. Hier sind auch irgendwelche Golems und... Eleni ist schon erledigt. Ich muss mal eben einen Heiltrank nehmen hier komplett. Das sieht nicht gut aus. Heil mich. Was? Wieso? Das so wenig nur? Scheiße, alles hier. Nein, ich möchte nicht speichern. Das war eine ziemlich beschissene Idee, die Gruppe einfach so zu wählen. Das war doof. Da muss ich jetzt aber irgendwie durch. Das kriege ich schon irgendwie hin. Ich muss mich nur mal eben mit den Leuten ein bisschen auseinandersetzen. Die haben, glaube ich, auch keine anständige Rüstung und nichts. Die sind, ach, die sind ja auch überhaupt nicht ausgerüstet. Ach, ich bin so blöd. Lederrüstung +2.
Ja, super. Was kannst du denn? Du kannst doch auch... Ach, du kannst ein bisschen zaubern. Okay. Wie mache ich denn das jetzt? Die sind viel zu stark. Die sind viel zu stark. Kann ich noch wieder weggehen? Nein. Blöd.